Achso, es geht noch weiter. So, man kann uns so ein bisschen als House of Finance sehen. In der Mitte, wenn ich mir das so als Kreis vorstelle, CFO Agenda. Als ich das erste Mal gehört habe vom Wirtschaftsprüfer, war es, der hakt ja irgendwie nur Zahlen ab, sitzt in einem dunklen Raum. Man kann Prüfer auf der einen Seite sein oder auch Berater auf der anderen Seite. Kein Projekt ist wie das andere, kein Team ist wie das andere. Und ich glaube, jetzt in den 7 Jahren, wo ich hier bin, war noch nie der Moment da, wo ich dachte, das wird irgendwie langweilig oder ich habe heute nichts gelernt. Ganz starker Teamfokus, lösungsorientiert und innovativ, würde ich sagen. Warum sind wir state of the art? Wir benutzen die modernsten Tools. Gerade auch zum Beispiel unser EYQ, also das, was wir im AI-Bereich machen, ist einfach ein sehr dynamischer Prozess. Wir haben auch noch Kollegen, die arbeiten im Cyberbereich. Wir sind ganz, ganz breit aufgestellt. Es gibt so viele Karrierewege hier bei EY. Und das war für mich persönlich immer super wichtig, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich die Chance habe, in andere Bereiche zu gucken. Und ich glaube, damit haben wir halt keine Grenzen und es gibt keine Limits da, wo wir hinwollen. Ich habe tatsächlich vom Startup bis hin zum börsennotierten Unternehmen alles in meinem Portfolio dabei. Gerade wenn man anfängt, ist das natürlich, dass man diesen Einblick in die verschiedenen Unternehmen hält, immens überwältigend. Diese Diversität, die wir haben, macht es so spannend, weil man immer neue Herausforderungen hat. Die größte Freude an meiner Arbeit ist der Umgang mit Menschen. Es motiviert mich, dass man die Möglichkeit hat, verschiedene Dinge auch auszuprobieren oder auch ins Ausland zu gehen. Wir können hier dann was verändern und auch viele Leute, glaube ich, entwickeln und beeinflussen. Fügt auf jeden Fall ein Lächeln auf mein Gesicht, ja. Ein bisschen Stolz vielleicht auch.